Aktien versus ETFs, was ist das Richtige für dich? Das ist eine Frage von, ja, von Bedeutung, denn jeder, der sein Depot mit Wertpapieren bestücken möchte, der muss sich im Klaren sein, in was er denn investiert. Und zwar schon am besten, bevor er das erste Wertpapier kauft. Das kann ja nur entweder eine Aktie sein oder ein ETF. Was die Beantwortung dieser Frage nicht unbedingt einfacher macht, das sind die Lager, die sich teils unversöhnlich gegenüberstehen, wo dann relativ dogmatisch argumentiert wird, Schwarz-Weiß-Malerei. Und Schwarz-Weiß-Malerei könnte man auch von mir erwarten. Schließlich bin ich ja der Betreiber der Seite Aktienfinder.net und nicht der Seite ETFfinder.net. Und das haben sich auch schon andere gedacht. Unter anderem hat sich das auch schon wohl, oder haben sich das schon Redakteure, beziehungsweise mindestens einer des Extra-Magazins gedacht, dass ich hier jemand wäre, der ganz stark auf Aktien abfährt und ETFs überhaupt nicht mag. Ich bin im Januar gefragt worden, ob ich für das Extra-Magazin im Rahmen einer Pro- und Contra-Diskussion den Pro-Standpunkt für Aktien vertrete. Habe ich abgelehnt, weil eben Schwarz-Weiß-Malerei nicht so zu den Dingen gehört, die ich mag. Und ich finde allgemein diese Diskussion Pro-Contra-Aktien-ETFs ziemlich rückständig. Und ich kenne das aus dem angelsächsischen Raum so nicht. Da investiert jeder in das, was er für richtig hält, oder kombiniert es einfach miteinander. Da das Depot ja nicht in die Luft fliegt, wenn man beides miteinander mischt. Aber hier sind wir leider noch nicht ganz so weit, kommen wir aber vielleicht auch mal irgendwann hin. Das heißt, was ich jetzt in dem Video geben möchte, das ist schon eine Entscheidungshilfe, aber letztendlich muss jeder für sich entscheiden, was das Richtige für ihn ist oder welche Mischung die richtige für ihn ist. Das heißt, ich habe jetzt einfach ein paar Punkte, die mir im Kopf oder die mir in den Kopf gekommen sind, Pro, Contra, ETF notiert, und die werden wir jetzt mal einfach gemeinsam durchgehen, und am Ende ist man hoffentlich etwas schlauer als vorher. Die erste Geschichte, die ich zeigen möchte, das ist bei den ETFs die laufenden Kosten. Die laufenden Kosten bei ETFs sind niedrig, aber immerhin, es gibt sie noch, und deshalb möchte ich sie wenigstens mal erwähnen. Fangen wir mal anders an. Das sind jetzt Aktien-ETFs hier. Und wir sehen hier eben dieses Expense Ratio, und hier sehen wir, dass es relativ niedrig ist, also jetzt ist aufsteigend sortiert. Wir sehen aber, wir sehen tatsächlich, dass es wenigstens auf dem Blatt hier welche gibt, die überhaupt keine Kosten haben. Aber wir sehen auch sofort hier vom Marktwert, das ist RUM, Asset Under Management, dass die quasi gar nicht existieren, die ersten drei hier. Die haben 5 bis 30 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung, das ist quasi nicht existent. Es fängt hier an mit 2,3 Milliarden Dollar, dass man dann hier in Größenordnungen kommt, in die man investieren kann. Diese Expense Ratios hier von 0,03 oder 0,04%, die sind natürlich sehr, sehr niedrig, und das zeigt schon, wie niedrig das insgesamt sein kann. Wenn wir jetzt in die andere Richtung mal sortieren, nämlich absteigend, da sieht man teilweise Monsterzahlen, also knapp 10% ist natürlich schon Wort an jährlichen Kosten, aber es ist natürlich nicht repräsentativ für ein ETF. Ich denke, man müsste schon ein bisschen runterscrollen hier und dann hier mit 1% und deutlich niedriger noch, da kommen wir dann schon in Regionen, die dann eher repräsentativ sind für die laufenden Kosten von ETFs. Hier 0,7%, 0,6%, hier irgendwas in der Gegend. Also dann schon relativ günstig, würde ich mal sagen. Insofern wäre das aus meiner Sicht kein Argument, wirklich zu sagen, ich möchte nicht in ETFs investieren, weil die haben ja laufende Kosten und Aktien haben keine laufenden Kosten. Das ist was man in die Entscheidung mit einfließen lassen kann, aber das ist garantiert, also aus meiner Sicht, kein Totschlagargument gegen ETFs. Die nächste Sache wäre Besteuerung. Da musste ich mich ein bisschen einlesen, schlau machen bei ETFs. Und zwar ist es bei Aktien ja ziemlich einfach. Im Prinzip bei Wertpapieren haben wir immer zwei Arten von Steuern. Also es gibt immer die Abgeltungssteuer in Deutschland mit dem gleichen Steuersatz, aber die werden fällig bei zwei verschiedenen Arten von Geschäften. Einmal, wenn quasi Dividenden ausgeschüttet werden, dann muss man die besteuern. Entweder sofort, wenn es der Broker, wenn der Broker die Steuer für einen abführt, oder im Nachhinein, wenn der Broker das nicht tut. Oder die andere Geschichte, wo die Steuern anfallen, das ist beim Verkauf der Wertpapiere, also der Aktien in unserem Fall jetzt. Da muss man eben den Gewinn besteuern, ebenfalls mit der Abgeltungssteuer. Bei ETFs sieht es ein bisschen anders aus. So wie ich das mitbekommen habe,
wenn es falsch sein sollte, korrigieren, was in die Kommentare reinschreiben. Haben wir, also es gibt thesaurierende ETFs, die die Dividendenerträge nicht ausschütten, sondern wieder anlegen. Und da profitiert man auch nach der Investmentsteuerreform, wenn es so hieß, oder Investmentsteuergesetz 2018. Da wird nach wie vor, fällt da keine Besteuerung an der Dividenden. Das ist gegenüber den Aktien aus meiner Sicht ein Vorteil. Es gibt aber auch noch einen kleinen Nachteil, und das ist die sogenannte Vorabpauschale, die eingeführt worden ist. Bei Aktien muss man ja nur dann den Gewinn versteuern, wenn man auch tatsächlich die Aktien verkauft. Und bei den ETFs, da fällt eine laufende Besteuerung an, auf den Marktwert der ETFs. Das nennt man dann die Vorabpauschale. Und an den Beispielen, die ich gesehen habe, da fällt die aber sehr, sehr niedrig aus. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein ETF im Depot liegen hat mit einem Marktwert von 10.000 Euro, dann muss man jedes Jahr diese Vorabpauschale abführen. Die ist aber mit 14,22 € sehr gering. Das wären 0,142% vom Depotwert. Und das entscheidet also nicht wirklich über die Performance. Insofern kann man sich auch hier wieder ein bisschen aussuchen, was einem wichtiger ist. Ich halte eigentlich die Nichtversteuerung thesaurierter Dividenden für das größte Argument und in diesem Sinne dann mal pro ETFs. Dann gehen wir zum nächsten, was mir in den Kopf gekommen ist. Und das betrifft wahrscheinlich nur einen kleineren Teil, aber mich zum Beispiel betrifft es explizit. Und zwar Aktienoptionen bzw. Optionen. Also es gibt also Optionshandel. Ich handle ja mit Optionen auf Aktien und ETFs. Also man kann beides veroptionieren. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich sehr viel mehr Aktien gibt, einzelne Aktien als ETFs. Und man sehr viel mehr Auswahl hat jetzt bezüglich oder mit bei Aktienoptionen als bei ETF-Optionen. Das heißt, wenn ich mit Optionen arbeite, dann würde ich mir viele Chancen entgehen lassen, wenn ich keine Aktienoptionen bedienen würde bzw. handeln würde. Und das ist für mich ein Argument, auf jeden Fall die Aktien mit einzubeziehen. Ich handle auch oder habe es auch schon gemacht, Optionen auf ETFs, insbesondere auf Nasdaq und auf dem S&P 500. In diesem Rahmen hätte ich mich auch ausüben lassen, also bei fallenden Märkten, wenn ich Puts auf diese ETFs geschrieben habe, bin aber nie zum Zug gekommen, deshalb habe ich keine ETFs. Ansonsten hätte ich tatsächlich mal ETFs im Depot gehabt. Jetzt ist aber so, dass aufgrund der ETF, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es mehr heißt, aber es gibt da irgendeine Verordnung mit MiFID oder irgendwie so, MiFID 2. Und laut dieser Verordnung muss für jeden Fonds, auch ETF, so ein kleines Käseblättchen rausgebracht werden, wo steht, wie riskant das Ganze ist und welche Kosten es hat und so. Und wenn dieses Käseblättchen nicht rausgebracht wird, dann darf das der Bürger der Europäischen Union nicht kaufen. Da ist das wieder so eine kleine Gängelung, um den unmündigen Bürger zu beschützen. Das heißt, in meinem Fall jetzt, ich darf Derivate auf ETFs schreiben, also auf QQQ und SPX heißen die, glaube ich. Da darf ich die drauf schreiben, ja. Das ist alles okay, das sagt die EU, das ist in Ordnung, das darf ich tun, darf damit Hebeln arbeiten und so, aber ich darf die ETFs nicht besitzen, das ist viel zu riskant für mich, weil es gibt eben dieses kleine Käseblättchen nicht. Und das heißt, jetzt hat mir quasi die EU die Chance genommen, dass ich mir diese ETFs ins Depot quasi andienen lassen kann. Insofern werde ich über diesen Wirkungsmechanismus wahrscheinlich nicht zu ETFs kommen, also über ETF-Optionen. Jedenfalls, der Optionshandel an sich ist ein Argument pro Aktien, also wenigstens die Aktien mit einzubeziehen, weil man sich ansonsten zu viel entgehen lässt. Eine andere Geschichte, die ja immer dann noch wichtig ist, das ist die Performance-Frage. Die wird insbesondere von Befürwortern der ETFs gerne in den Raum gestellt. Und da wird dann immer gesagt, ja, die meisten aktiven Fonds haben eine schlechtere Performance als der Vergleichsindex. Und bei Privatanlegern wird das kaum anders sein. Insofern ist man ja doof, wenn man sich zum einen Arbeit macht und dann auch noch eine schlechtere Performance sich ins Depot holt, als wenn man einfach ganz stupide in ETFs investieren würde. Das zeige ich jetzt nochmal mein Depot, weil die Frage definitiv kommt, wie ich denn abschneiden würde. Gegenüber oder wie ich abschneide gegenüber einzelnen ETFs.
Und dann beantworten wir das gleich hier mal. Und das hier ist ein, hier sieht man mein reales Depot. Das ist jetzt bei Lynxbroker, wo die tatsächliche Action stattfindet und wo ungefähr 90% all meine Aktien liegen. Der Rest liegt bei der Consorsbank und liegt da wirklich nur rum. Und wir sehen jetzt hier die Performance auf ein Jahr bezogen. Und wenn ich hier mal gucke, dann ist auf ein Jahr jetzt die Performance bei 14,2%. Das ist die komplette Performance, also mit dem Optionshandel und die Dividenden, die angefallen sind und Gebühren und natürlich die Kursgewinne realisiert und unrealisiert. Und jetzt kann man sich da hier die Benchmarks aussuchen und das sind entweder Indizes oder ETFs. Und hier gibt es ja diesen Vanguard Total World Stock Index, der also die ganze Welt abdeckt. Mache ich ja so halbwegs wenigstens auch, Schwerpunkt USA, aber ich habe ja auch asiatische und europäische Werte drin. Und wenn man den dann dazu nimmt, dann habe ich angeblich keine Subscription, was ein toller Blödsinn ist. So, jetzt funktioniert es. Ich habe gerade getestet, also jetzt kann ich den Vergleichsindex auswählen. Also das ist der ETF auf die Welt. Und wenn wir uns den hinzufügen, dann sieht man hier eben die Performance jetzt auf ein Jahr und dann sieht man eben, dass man mit Stockpicking und Optionshandel und so weiter, Summe und Summe, doch relativ gut abschneiden kann und dass es also funktionieren kann, vielleicht nicht in jedem Jahr, aber es ist jetzt kein Totschlagargument. Da muss jeder für sich, denke ich, auch versuchen herauszufinden, was er sich zutraut und das dann halt entsprechend gewichten. Und dann sind wir hier wieder zurück im ETF-Finder. Als weiteres Argument der ETF-Befürworter oder Aktiengegner dann wird oft ins Feld geführt, dass es ja sich dass es viel Arbeit macht, dieses Stockpicking. Das ist ja quasi dieses Kombi-Totschlag-Argument, dass man sich viel Arbeit macht, um weniger Rendite zu erwirtschaften. Und das mit der Rendite, das haben wir gerade abgehandelt. Und jetzt kommt auch dieser Aspekt mit viel Arbeit und daraus spricht ja im Prinzip schon die Einstellung, dass den ETF-Freunden Aktien keinen Spaß machen. Und das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Also Aktien können durchaus Spaß machen, auch als Teil der Wirtschaft. Da lernt man auch eine ganze Menge bei. Und es gibt eben Leute, denen macht es Spaß, sich mit Aktien zu beschäftigen, da vielleicht sogar ein bisschen in den Geschäftsberichten rumzuwühlen, Aktienanalysen zu lesen, bunte Charts anzuschauen und so weiter. Und es gibt eben Leute, denen macht es keinen Spaß. Und das halte ich fast für das wichtigste Argument. Weil jemandem, den Aktien keinen Spaß machen, der wird natürlich auch mit Aktien kaum glücklich werden. Der wird vielleicht mal von Gier getrieben einzelne Aktien kaufen, aber der wird sich im Zweifelsfall die gar nicht richtig angucken, sondern wird einfach da aufgrund mehr oder dubioser Tipps dann Dollarzeichen vor Augen da investieren. Und sobald es nicht so schön läuft, wie er sich das vorgestellt hat, dann wird er die Aktien verkaufen. Und sagen, Aktien sind ganz übel und nie wieder, bis dann halt eben zum nächsten Mal dann die Gier wieder überhand nimmt. Und jemand, dem Aktien Spaß machen, dem wird sowas tendenziell weniger passieren, der wird sich mehr in der Tiefe mit Aktien beschäftigen, der wird dann Tools benutzen, vielleicht Aktienfinder oder irgendwelche anderen, die er halt quasi für gut hält und wird dann fundierte Entscheidungen treffen können. Und deshalb sollte nur jemand in Aktien investieren, dem Aktieninvestments auch tatsächlich Spaß machen und der das Ganze auch so ein bisschen als Hobby betrachtet. Nicht nach dem Motto, also die Zeit, die man damit verbringt, quasi nicht als Opportunitätskosten sieht, die man unbedingt rausholen muss mit einer Überrendite, sondern es hat einem einfach Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt mal ganz so salopp sagen darf, können Hobbys ja auch Geld kosten und das wäre dann quasi die Underperformance in dem einen oder anderen Jahr, was ich ja nicht hoffen möchte. Das sind jetzt so die Argumente, die mir durch den Kopf gegangen sind und ich hoffe, die haben ein bisschen geholfen. Ah, eins gibt es noch, hätte ich jetzt fast vergessen. Man kann natürlich, das habe ich am Anfang schon erwähnt, Aktien und ETFs auch mischen. Und das halte ich für ganz sinnvoll, insbesondere dann, wenn man zum Beispiel einzelne Märkte abdecken möchte, für die man keine Expertise hat, wo man sagt, da traue ich mich jetzt nicht ran, will aber schon da reingehen. Ich persönlich habe das jetzt nicht, weil es ja meistens so ist, dass wenn man internationale große Konzerne auswählt, dann ist man schon relativ breit aufgestellt. Aber wenn man jetzt explizit nochmal in Schwellenländer reingehen will, also einzelne Unternehmen, die in Schwellenländern hauptsächlich
tätig sind, also von dort auch kommen, oder ganz explizit nochmal auf Rohstoffe möchte, direkt quasi auf die Rohstoffe drauf, dann kann man sich auch einen Rohstoff-ETF nehmen. Also das sieht man auch hier, dass es nicht nur ETFs gibt auf Aktien, sondern auch ETFs auf Bonds, auf Rohstoffe, auch Währung und so weiter. Und das heißt, in diesem Rahmen kann man ja mit ETFs dann auch sehr günstig, hier sehen wir das Expense Ratio, dann auch diversifizieren. Und das ist definitiv kein Fehler, wenn man das macht. Ansonsten wäre mein Fazit, einfach rausfinden, was einem selbst liegt. Und da kann man ja dann auch erstmal mischen. Das heißt, man muss ja nicht mal anfangen oder man kann anfangen, sowohl also parallel ein Depot aufzuziehen mit Aktien, vielleicht Aktiensparplan und dann vielleicht auch einen Sparplan auf ETFs und dann einfach mal gucken, was wie läuft und ob einem Aktien Spaß machen oder ob einem Aktien keinen Spaß machen. Wenn einem Aktien keinen Spaß macht, dann kann man dann komplett auf die ETF-Schiene umschwenken. Wenn man sieht, hey, Aktien sind was für mich, dann kann man die bei andauerndem Spaß und Anlageerfolg ja auch sukzessive ausweiten. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass es ein bisschen geholfen hat und falls Fragen sind, kann man die gerne stellen. Aber wie gesagt, Steuerexperte bin ich nicht. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.